Ich möchte alle unsere Zuschauer aufs Herzlichste willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß warten. Herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Dir und den Zuschauern ein ganz herzliches Willkommen. Rüber nach rechts. Pescara Calcio darf sich mit dem zweifelhaften Titel der schlechtesten Verteidigung der Liga schmücken. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Da sucht er seine Vordermänner. Ab auf die linke Seite. Und er bringt ihn rein. Gefahr vorerst gebannt. Also Flankengott ist tendenziell eher ein anderer. Aquilani. Leichtes Ungleichgewicht in puncto Ballbesitz, aber nicht bei der Chancenverteilung. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Vielleicht sollte einer mal runtergehen auf den Rasen und den Jungs sagen, hört mal, das ist hier übrigens Fußball und Ziel des Fußballs ist es, Tore zu schießen. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Zu unkontrolliert. Der Gegenspieler ist richtig nah am Mann. Er hat sich gut durchgesetzt, aber es reicht nicht zum Tor.
den jemand bekommt? Er versucht's mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Es sieht gut aus. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Der Torhüter haut ihn weit raus. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Da ist die Chance. Da ist die Möglichkeit. Gute Aktion des Torwarts. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Rausgeschlagen. Starker Ball. Hält er drauf? Der kommt weit nach vorn. Da geht er durch. Und der Pass nach hinten. Keines der beiden Teams konnte bisher den Ball im Tor unterbringen. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Aquilani. Und sie bekommen hier den Freistoß. Der kommt weit nach vorn. Es war ein Foul, gar keine Frage. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Langer Abschlag vom Keeper. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Und der Halbzeitpfiff. Wenig passiert. Spielstand 0:0.
Der Ball, der rollt wieder. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Aquilani hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Da treibt er den Ball weit vor. Und er macht sich den Weg frei. Riesenmöglichkeit. Weit nach vorn gespielt. Er nimmt den weiten Weg. Er versucht's. Ja, der war wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die Fans die Arme schon oben, weil sie den Ball im Tor gesehen haben. Aber nicht mit diesem Torhüter. Was für ein wunderbares Tor! Fantastisch! Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte! Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den Abpraller geahnt und dann hat er das Ding reingemacht. Neuer Spielstand 1:0. Wir wissen natürlich nicht, was der Trainer Ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Das ist ein Foul. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Er schlägt ihn nach vorne. Kluger Pass. Perfekt antizipiert. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, Sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die Sie dann hineinstoßen können. Ein langer Ball. Er hält drauf. Und der Torwart hat ihn. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Thank you.
Und sie schlagen ihn raus. Einfach mal weggedroschen. Ob den jemand bekommt? Der Torhüter haut ihn weit raus. Wieder mal richtig gut verteidigt. Hier ist Aquilani. Und er spielt den Ball hoch rein. Gerade noch so geklärt. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Guckt euch das an, Houdini persönlich. Ab in die Spitze. Ja klar, dass der Coach schon nicht begeistert ist, wenn einer seiner Besten hier in Manndeckung genommen wird. Sie versuchen ganz gezielt, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Eigentlich ja eine Vorlage für seine Mitspieler, die jetzt etwas mehr Freiraum genießen dürften. Er zieht in Richtung Tor. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die eiskalt verwandelt. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vorn. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor dem Kasten zum Abschluss kommt? So, 2-0 jetzt also. Das ist jetzt die Frage. War's das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Ballbesitzstatistik hin oder her. Am Ende springt nichts dabei heraus. Kein echter Vorstoß in den gegnerischen Strafraum, kein Abschluss. Sowas frustriert den Trainer und die Fans. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Da sollte der Pass hin. Er bringt ihn. Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Also spätestens jetzt greift die alte Fußballphrase, wenn sich das mal nicht rächt. Ist das ein langer Ball? Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Der ist schön durchgekommen. Campagnaro versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Versucht, die Gasse zu finden. Wirklich wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet.
Ein verdienter Erfolg heute. Sie haben über die volle Spieldauer eine absolut dominante Vorstellung geboten. Sie haben den Sieg eingefahren. Sie haben knapp gewonnen. Und das, weil Sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür.